das Wettbrötchen. Halal, vegan und gut bekömmlich. Viel Spaß. So Leute, denkt dran, das hier ist eine Erwachsenenveranstaltung. Zuhören und mitmachen erst ab 18 und ihr wisst, Sportwetten können süchtig machen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann geht zu buwei.de. Den Link findet ihr auch immer in den Shownotes. Pam, pam, pam. Wer auch Hilfe gebraucht hat, ist das Wettbrötchen, weil Axel ist im Urlaub. Ihr hört es schon, ich fange mal die Sendung an, ausnahmsweise, weil Axel endlich dieses Jahr in seinen wohlverdienten Urlaub gereist ist. Nichtsdestotrotz ist natürlich Hadi Bogart dabei. Salamu alaikum. Alaikum salam, mein lieber Freund. Und wir haben uns auch ein Stück Italien hierher geholt. Unser Host heute hat uns aufgenommen, Enzo. Ciao. Wie geht's euch? Enzo. Schön da zu sein. Schön, dass du das hier mitmachst, den kleinen Spaß. Wenn Axel in Italien ist, holen wir uns, wie gesagt, Italien hierher. Und ich habe ja schon die Feser-Göser-mäßige Überleitung gemacht, dass wir Hilfe brauchen. Aber ich glaube, um das erste Thema einzuleiten, wisst ihr alle, was ich jetzt sage. Wer auch dringend Hilfe braucht, ist der DFB, meine lieben Friends. Hat sie zumindest kurzfristig durch Rudi Völler bekommen. Und kaum ist Rudi Völler da, geht der Tipp der Woche vom Wettbrötchen kaputt. Frankreich gewinnt nicht in Deutschland, sondern Deutschland gewinnt gegen Frankreich. Enzo, hast du dein Hula-Bändchen schon wieder um? Ich habe mein Auto erstmal dekoriert, überall erstmal die Deutschland-Flagge dran gemacht. Ich bin on fire. Rudi Völler hat mich zurückgeholt. Hadi. Ja. Es gibt nur einen Rudi Völler, oder? Ja. Ey, ich fand das schon hart richtig lustig, ne? Wie das auf einmal so hochgepusht wurde und auch wie Deutschland angefangen hat. Weißt du, so wirklich so diesen Film mit, es gibt nur einen Rudi Völler. Aber Allah, beruhigt euch doch mal ein bisschen. Ich sag dir ganz ehrlich, selbst wenn Haftbefehl dort an der Seitenlinie stehen würde, hätte Deutschland auch das Spiel gegen Frankfurt gewonnen. Also entspannt bleiben, lass die Affen aus dem Zoo. Und Bruder, bei Frankreich hat in der Innenverteidigung Jean-Claire Todibo gespielt. Der hat vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, glaube ich, noch auf Schalke gespielt. Selbst da kam der nicht zurecht. Und deswegen so, alles gut. Ist gut für die Moral, für den Push. Und alle einfach Haft an der Seitenlinie. Wäre schon, ja, krass. Wenn einer zuhört und Bock hat, daraus ein Bild zu machen, ich würde es gern sehen. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich davon halten soll. So, es war ja quasi abzusehen, was da passiert. Also als Rudi Völler kam, wussten wir alle, was passiert. Könnt ihr euch vorstellen, dass er bleibt? Er nicht, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Da würde er, also ich würde ihn dann wirklich, also ich würde ihn null ernst nehmen. Wenn es eher so verkaufen, dass er jetzt angebettelt geworden ist und sonst irgendwas. Also ich glaub's nicht. Er soll den Max spielen, er soll den Helden machen und so, zack, er hat gezeigt, wie es geht, soll wieder gehen, soll da einen hinstellen und dem nochmal erklären, wie er es gemacht hat. Und das ist halt Rudi Völler. Ja, und dann dass auch noch Müller das Tor schießt, das ist erzählt, als Fußball schreibt die krassesten Stories. Ich sag dir auch, wie es ist. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn, wenn die keinen finden? So, also was ist denn, wenn die Top-Leute, die das machen könnten, keinen Bock haben, weil irgendwelche Ende der Verträge oder Nagelsmann geht nach Paris oder was da Geier was sonst, dann ist auch Rudi vielleicht die naheliegende Lösung für den DFB. Also ich sehe tatsächlich das noch nicht abgehakt, dass der da, dass er abgibt. Ich befürchte tatsächlich, die tun sich schwer mit dem Suchen. DFB hat anscheinend ja auch keine Kohle. Die müssen ja Flick weiter bezahlen. Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Leute, ich wäre mir da nicht so sicher, dass der wirklich einen Nachfolger findet für sich. Aber warte mal, es war ja nicht nur Rudi. Ne? Es war noch der Hannes und der Sandro waren ja auch irgendwie damit involviert. Ja. So, vielleicht wird es ja einer von denen. So, weil dass so ein Sandro Wagner auch irgendwie ein guter Trainer sein soll und alles das. Ist ja auch irgendwo ein bisschen, wird ja auch irgendwo ein bisschen rum erzählt mit seinen Analysen und Ansagen, die er da bringt und so. Und auch Hannes Wolf hat ja auch eigentlich, ja, damals in Stuttgart und gut, okay, da hat er den Fehler gemacht, wie viele andere, ist der nicht damals dann auch zum HSV? Der ist auch zum HSV, genau. Und deswegen, so, da sind ja noch 3 andere, also das Trio um Rudi, da steht bestimmt irgendwie ein Name von den beiden auch auf der Liste, so. Kann ich mir schon denken. Aber ich würde es nicht. Nee.
Ich würde sagen, wir hören uns mal an, was Peter Neururer sagt, und dann können wir auch nochmal in die Diskussion um eventuelle Nachfolger gehen. Und wenn am Ende die Lösung von uns ist, dass Rudi bleiben muss, dann wird das auch so gemacht. Aber vielleicht hat Peter ja auch eine Idee, Peter, was die Bruder. Nachfolge betrifft. Unser Bruder Peter. Peter! Freunde, das Länderspiel am Samstag gegen Japan war eigentlich der Höhepunkt am Tiefpunkt. So schlecht habe ich eine deutsche Mannschaft schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Es waren schlechte Ergebnisse, die erzielt wurden bei dem einen oder anderen Spiel. Aber das war mit Sicherheit der absolute Tiefpunkt. Ich persönlich, da machte ein oder andere noch mal schmunzeln, aber ich hätte zwei Kandidaten, und zwar Kandidaten, die das zumindest bis zur Europameisterschaft machen. Danach kann man sich überlegen, ob man irgendwie mal wieder irgendwelche Projekte einleiten will. Aber bis zur Europameisterschaft hätte ich zwei Kandidaten auf Augenhöhe. Der eine, Felix Magath, der andere, Horst Rubisch. Für mich persönlich alternativlos, weil ich brauche jetzt Leute, die nach außen hin einen starken Charakter zeigen, die eine harte Hand haben, die Entscheidungen treffen, ohne irgendwelche Hintergedanken, die Entscheidungen treffen und fällen lassen. Fußball spielen, die Art und Weise, den wir wirklich spielen können. Denn das, was wir bisher versucht haben zu spielen, können wir gar nicht spielen. Wir haben es auch immer nur versucht. Wir haben versucht, irgendwo Tiki-Taka aus den besten Zeiten zu imitieren, zu parodieren und zu kopieren, und nichts davon hat geklappt. Und jetzt gibt es nur eins, pragmatischen Fußball zu spielen. Wir haben Weltklasse-Spieler in unserem Team, zweifelsfrei. Jetzt muss man sich wieder dahin führen, bei der Nationalmannschaft auch Weltklasse-Leistung zu bringen. Und da halte ich Leute wie Horst Rubisch und für Felix Magath für genau die richtigen Leute. Ja. So. Freut er sich noch über die Basketballer, aber das skippen wir jetzt, um im Thema zu bleiben. Magath und Rubisch, Enzo. Waren jetzt nicht auf deiner Liste. Auf meiner nicht. Magath hat sich selber in Position gebracht. Das ist halt einfach wirklich, das ist rückständig. So. Weil das ist ja nicht was, das muss ja nicht sofort funktionieren. Verstehst du, was ich meine? Das ist ja nicht so, dass der heute anfängt und morgen muss es funktionieren, sondern du hast ja noch eine Vorbereitungszeit, eine Entwicklungszeit. Und dafür ist die Methode Magath einfach zu altbacken und nicht modern genug und nicht mehr zeitgemäß genug, um da echte Weltklasse-Fußballer, die wirklich krasse Trainer haben, mit denen sie täglich zusammenarbeiten, irgendwie zu motivieren. Dass so ein Magath, keine Ahnung, so ein Sandro Schwarze ersetzen kann oder wie er den Berlin ersetzt, ich weiß es gar nicht, das kriegt er hin, so, ne? Weil das halt auch, ja, 0815 Trainer sind. Aber ey, meinst du, in Gündogan lässt sich vom Magath noch irgendwie was sagen und Stadiontreppen da hochlaufen oder lassen oder so? Ja, oder dass er dann irgendwelche Medizinbälle auf Leroy Sané schmeißt, Alter. Adi, würdest du dann Horst Rubisch nehmen oder würdest du sagen, von Peters Vorschlägen nehmen wir hier keinen in unsere Liste auf? Wir nehmen von Peter, Bruder, seinen Vorschlägen keinen auf unsere Liste auf. Einfach aus dem Grund, weil ein Magath hat sich, wie Enzo schon gesagt hat, selbst ins Gespräch gebracht. Ich glaube, dem Bruder Felix ist auch ein bisschen langweilig gerade aktuell. Und ein Horst Rubisch, Bruder, der war U21... Der hat auch einen guten Draht tatsächlich zu einigen ehemaligen U21-Weltmeistern oder Goldmedaillengewinnern, alles schön und gut, ne? Aber Deutschland hat seit 2014, seitdem beziehungsweise klar ist, dass Löw aufhört, hat Deutschland eine einzige Wunschvorstellung, die kriegen sie nicht, und das ist Jürgen Klopp. So, und ich kann mir halt einfach schlecht vorstellen, beziehungsweise sehr schwer vorstellen, dass da ein Magath oder ein Rubisch was reißen tut. Ich persönlich denke tatsächlich, aber vielleicht hat das was mit meinem Frankfurter Move zu tun, denke, es wäre schon geil, wenn OG da an der Seitenlinie irgendwie sich dazu gesellen würde. Es ist generell schwierig. Hansi Flick ist jetzt auch kein 0815-Trainer, hat das Triple gewonnen. Wer soll es denn eigentlich besser machen? So, ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Jeder von uns hat das Spiel gesehen. Was muss Hansi Flick nach 20 Minuten, als er das Spiel gesehen hat, gedacht haben? Diese Punkt, Punkt, Punkt. Sie wollen mich doch absolut verarschen, oder? Jetzt mal ohne Witz. Also der muss doch wirklich gedacht haben, alle, die haben die ganze Zeit wirklich nur gegen ihn gespielt. Also, ich habe bei dir rausgehört, du willst Oliver Glasner haben. Ich will Oliver Glasner, ja. Du darfst dir auch einen aussuchen. Wir haben das ja bei 93 schon analysiert. Ich wäre immer noch für Pierre Mertesacker als Teamchef. Du musst leider deine zweite Wahl nehmen, Enzo, weil der ist hier nicht aufgeführt. Der ist nicht aufgeführt. Dann hatte ich gesagt Klose. Ganz genau. Also, ich kann euch jetzt mal sagen, meine lieben Wettfreunde da draußen, liebe Wettigel und alle möglichen Leute. Der Kollege Thomas Haider von wettfreunde.net, wo ihr auch immer mal wieder vorbei
schauen könnt, hat mal zusammengetragen und hat einen recht ausführlichen Kandidatencheck gemacht und hat auch einen englischen Wettanbieter gefunden, der tatsächlich Quoten anbietet für die diversen Nachfolger. Und ich werde es euch gleich mal vorlesen. Er ist auch jeden einzelnen Kandidaten dann mal durchgegangen. Also checkt auf jeden Fall den Artikel, der ist auch in den Shownotes verlinkt. Und ich bin gespannt, wann eure Kandidaten auftauchen. Ganz unten mit den höchsten Quoten ist tatsächlich Louis van Gaal und Ralf Rangnick. Haben 34er-Quoten. Und dann kommt schon Enzo, dein Kandidat. Also wenn Miroslav Klose wirklich Bundestrainer wird und du würdest darauf wetten, würdest du eine 34er-Quote bekommen. Na geil. Zinedine Zidane liegt bei 26. Ralf Hasenhüttl liegt bei 17. Ach du Scheiße, ey. Matthias Sammer liegt bei 13. Jürgen Klopp, wie von Hardy erwähnt, der sehr unrealistisch ist, meiner Meinung nach, bei 11. Dass Rudi Völler weitermacht, ist 7. Aha, da geht mein Geld hin. Oliver Glasner, 5 tatsächlich. Und Julian Nagelsmann ist der Top-Favorit mit 2,2. Das heißt, Glasner und Völler sind tatsächlich noch unter den Top 3. Zumindest bei dem Buchmacher Betfair. Aber weiß das Deutschland, dass Glasner keinen deutschen Pass hat? Ja, ist aber Europäer. Hat keine Probleme bei der Ein- und Ausreise. Deswegen. Muss ich alle 2 Jahre erstmal Aufenthaltsgenehmigung nehmen? Nein, auf gar keinen Fall. Aber eine Fünferquote ist so genauso Straßenschein-Move, deswegen, ich glaube, die Brüder aus England sind da auch auf jeden Fall, ja. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Der Typ weiß, wie man einen Haufen zusammentut, der keinen positiven Eindruck vielleicht erweckt und gewinnt Titel. Der weiß, wie man Titel gewinnt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile fast bei Enzo, wenn ich drüber nachdenke. Aber was machen wir denn? Nagelsmann hat sich meiner Meinung nach auch ein bisschen selber ins Spiel gebracht, so hier über diverse Kontakte zu der einen oder anderen Zeitung. Aber es kann ja auch sein, dass das trotzdem nicht stimmt. So, wir wissen ja nicht, ob es von ihm ausgegangen ist. Vielleicht ist er auch derjenige, der das gar nicht machen sollte, weil wir haben es ja auch schon besprochen, Enzo. Weiß nicht, ob das so ideal ist, wenn er dann einen Großteil der Bayern-Spieler trifft, wo er es halt auch nicht gepackt hat. Genau. Und am Ende dürfen wir auch nicht vergessen, Manuel Neuer schwebt ja auch noch über dieser Nationalmannschaft und will wiederkommen. Und zumindest da gab es ja verbrieften Streit. So, was fängt das dann in der Nationalmannschaft wieder an? Dass Neuer und Nagelsmann irgendwie über Kreuz liegen? Also es ist gar nicht so safe, glaube ich, wie die Leute denken, dass wenn Nagelsmann Bock hat, dass das realisierbar ist. Enzo, du hast die Finanzen angesprochen. Manuel Neuer ist noch da, diese halbe Bayern-Mannschaft ist noch da, die mit ihm an gewissen Stellen zumindest offensichtlich nicht arbeiten konnte. Also von daher bin ich da nicht so zuversichtlich. Und wenn Nagelsmann nichts wird und Klopp sowieso nicht, dann landen wir fast schon hier wieder bei Rudi Völler oder dann vielleicht bei Oliver Glasner. Also ich glaube, diese Nachfolgeregelung ist gar nicht so einfach, weil ich glaube auch, dass überschätzt wird, wie attraktiv dieser Job ist. So unglaublich geil ist der, glaube ich, gar nicht. Aktuell nicht. Ja, kann auch Karriereende bedeuten, ne? So. Tatsächlich, wie Basti gerade sagt, aktuell ist dieser Job wirklich einfach nicht geil, deswegen juckt es auch einen Jürgen Klopp nicht. Und der ist auch nicht seit kurzem einfach uninteressant, sondern der ist tatsächlich seitdem sich beim DFB die Leute, die da oben sitzen, eher ums Drumherum interessieren, statt irgendwie auf das Wesentliche, wie WM in Katar, damals Özil und Gündogan-Skandal, jetzt ist Gündogan Kapitän. Und deswegen ist, glaube ich, tatsächlich, wie Basti sagt, einfach dieser Job so uninteressant, sprich für einen Jürgen Klopp. Ich sag, dieses Thema Nagelsmann ist halt, eigentlich ist tatsächlich Nagelsmann so dieser logische Weg. Der ist bei den Bayern rausgeflogen, ist ein relativ guter Trainer. Aber es wäre halt einfach so uninteressant tatsächlich, aber wenn Nagelsmann beim DFB jetzt einfach da anheuert, weil das ist so für mich so dieses, ja, ich nehme das nächstbeste. Er hat England abgesagt, glaube Frankreich hat er auch abgesagt damals, kurz nach München. Und deswegen, ja, Nagelsmann wäre jetzt nicht so, wo ich sage, oh geil, da ist jemand. So ein Typ darin. Was mir gerade einfällt, ich glaube, dieser Job war noch nie richtig geil. Überleg mal, es gab Beckenbauer. Danach wurde es Berti Fuchs, der war ja kein Vereinstrainer, sondern nur Jugendtrainer beim DFB. Dann, wer kam darauf? Ribbeck oder so, ne? Auf Vogt. 96, ja. Glaube ich. Ja, Ribbeck, so. Den haben die auch irgendwie, da gab es ja auch ewig keinen Trainer und Breitner sollte es werden und der wurde es dann doch nicht, dann wurde es Ribbeck. So. Ribbeck war eigentlich schon in Rente. Auf Ribbeck kam Völler, weil Daum zu viel gekokst hat. Und nach Völler haben die auch keinen gefunden. So, dann haben die Klinsmann genommen und Löw als Co-Trainer, aber es gab ja keine großen Alternativen. Es war ja nicht so, dass irgendwelche guten Trainer zu der Zeit gesagt haben, geil, ich will die Nationalmannschaft zur Heim-WM bringen,
So, und selbst Hansi Flick, Leute, ganz ehrlich, ich bleib dabei. Hansi Flick war kein guter Mannschaftstrainer davor, ist da als Co-Trainer Meister geworden und ist dann halt mit Bayern in einem Turniermodus zu einer komischen Zeit, hat er halt die Sachen gewonnen. So, aber ich bleib dabei, Hansi Flick ist kein guter Trainer. Ich glaube, dass die richtig geilen, guten Trainer keinen Bock auf Auswahltraining haben, sondern die wollen lieber in der Mannschaft, also im Verein trainieren, täglich mit den Jungs auf dem Platz stehen und da ihre Mannschaft selber zusammenstellen können. Das glaube ich auch. So, du hast es ja schon gesagt, das sieht man ja auch an den Lösungen vorher. So, das war immer so, die wirklichen Babo-Trainer zu der Zeit haben es halt dann doch nicht gemacht, so wie Ottmar Hitzfeld oder so. Also genau. Es ist ja nicht so, dass wie bei den Spielern, dass die Besten da nominiert werden. Meistens, dass auch der beste Trainer immer da war. Das ist in anderen Ländern teilweise schon ein bisschen anders. Ich glaube, da hat der Job auch noch mehr Renommee. Hier musst du jetzt halt tatsächlich wieder so eine Lösung finden und deswegen fand ich deine Idee eigentlich am besten, Mertesacker zu nehmen, weil der für mich als Typ gut rüberkommt. Ich glaube, der würde die Spieler auch noch verstehen. Das heißt, der ist nicht zu alt. Der könnte sich auch Expertise dazu holen. Hat selber welche, hat auch gute Trainer gehabt in seiner Karriere, hat viel erlebt. War halt auch bei einer großen Bandbreite an Mannschaften, also Hannover und Arsenal. Also der kennt nicht nur eine Seite des Fußballsgeschäfts, sondern mehrere. Ich glaube auch, dass der vor der Kamera gut auftreten könnte, wie das Eiston-Interview gesagt hat. Also seit Enzo das vorgeschlagen hat, bin ich ganz klar Team Mertesacker, wenn ich es ernst nehme. Ich würde mich natürlich freuen, wenn die Magath holen, weil dann ist wirklich dieser ganze DFB in seiner Absurdität entlarvt. So, dass wenn die das wirklich in Betracht ziehen. Aber ich glaube da nicht ganz dran. Aber Freunde der Sonne, wir beklagen uns eigentlich immer hier, wenn Länderspielpause ist. Jetzt war mal eine Ausnahme, weil endlich wieder mal viel, viel los war in so einer Länderspielpause. Und ich tatsächlich auch mal ein komplettes Freundschaftsspiel von Deutschland gesehen habe. Seit 20 Jahren wahrscheinlich zum ersten Mal, inklusive Vor- und Nachberichterstattung. Aber eigentlich freuen wir uns ja hier auf die Bundesliga. Enzo, wo gewinnt ihr denn 5-0 dieses Wochenende? Wir spielen dieses Wochenende gegen Mainz, in Mainz. Auch wieder so ein Hass-Auswärtsspiel, was wir eigentlich fast nie gewinnen. So, also ich war selber schon ein paar Mal in Mainz dabei. Aber letzte Saison war doch ganz gut in Mainz, oder? Letzte Saison war, glaube ich, ganz gut, ja. Ich habe gerade überlegt, Enzo, wo gewinnt ihr 5-0? Stuttgart. Alles klar, weil mein Desktop war hier gerade noch so auf den Spieltag danach und dann bin ich so, Augsburg spielt zu Hause gegen Mainz, habe ich gesagt, hä? Okay. Wir spielen gegen Mainz. Boah, keine Ahnung, ob wir 5-0 gewinnen, aber es wird auf jeden Fall ein Übertorspiel. Ich werde da echt einiges auf Übertore Stuttgart, also Übertore Stuttgart sage ich schon, Übertore und zwar diese 3,5-Geschichte. Stark, schmeckt. Ja. Und Adi, wie viele Angst hast du vor Bochum? tatsächlich wenig bis gar keine. Jetzt, wo du es aber sagst, muss ich jetzt natürlich so an die letzten Partien gegen diese sogenannten Mannschaften, wo du eigentlich gewinnen musst, denken, die ein bisschen in die Hose gegangen sind. Ich bin aber nichtsdestotrotz guter Dinge und so wie ich es auch letzte Woche gesagt habe, ich gebe den Jungs noch ein bis maximal zwei, vielleicht sogar drei Spiele noch. Aber ich bin so gestimmt, dass wir in Bochum einen Stempel unter der ganzen Geschichte setzen und auf jeden Fall in Bochum gewinnen werden. Ich werde der Mannschaft mehr als diese Spiele geben. Ich bin jetzt ein halbes Jahr entspannt, weil ich keinerlei Erwartungen habe, weil es mir vorne zu dünn ist. Aber haben wir ausführlich besprochen. Deswegen würde ich sagen, Leute, wir machen mal das, warum wir überhaupt uns hier zusammengefunden haben. Und gucken mal, was wir drei zusammen zum ersten Mal in dieser Konstellation, neu eingestellte Abwehr, Angriff und Mittelfeld in einem, uns ausgedacht haben, was ganz, ganz sicher passieren wird diese Woche. Tja, der Tipp der Woche. Enzo, was haben wir drei uns ausgesucht? Was? Hadi, weißt du es noch? Ich weiß es noch. Wir haben uns ausgesucht, dass Darmstadt 98 zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach verliert. Und das ist der Tipp der Woche. Also Gladbach gewinnt in Darmstadt, weil Darmstadt einfach grottenschlecht ist. Und Gladbach auch, aber ja, der Tipp der Woche ist, Darmstadt verliert zu Hause gegen Gladbach. Jetzt, wo du dich erinnerst, Enzo, ich hatte den Überblick verloren. Oder? Ich habe so viele Tabs auf, weil ich dachte, wir haben das und jenes und überhaupt. Und jetzt habe ich vergessen, wo der Tipp der Woche ist. Nee, aber tatsächlich, Leute, Darmstadt, drei Spiele, 0 Punkte, 0 zu 9 Toren, da geht nichts. Also die werden tatsächlich wahrscheinlich mit die Hinrunde mit 7-8 Punkten beenden. So. Und Gladbach ist dafür einfach zu stark. Das ist gemütliches Sonntagabendspiel, ne, zum Rausch ausschlafen und dann
wird da auch nicht viel passieren. Die werden, Gladbach wird das relativ früh für sich entscheiden können. Ich glaube tatsächlich, dass Darmstadt wirklich noch schlechter ist, als man sie erwartet hat. Weil Darmstadt ist ja so ein Verein, so, die gehören nicht in die Bundesliga. Und man, als sie zum ersten Mal aufgestiegen sind, war das schon eine krasse Story. Da sind die auch, glaube ich, mit dieser Euphorie durch die Liga gerauscht. Ja. Aber ich glaube, dass da auch dann durch gewisse Abgänge und Stimmung im Verein nicht mal so eine Aufstiegs-Euphorie kreiert werden konnte. Und wenn das nicht mal dabei ist, dann reicht das halt überhaupt nicht, wenn selbst, glaube ich, Darmstadt so das erste Heimspiel nicht mal ausverkauft war, was schon auch ein bisschen strange ist dann so. Was aber trotzdem ein Gradmesser dafür ist, wie viel Bock die haben, in Anführungszeichen. Also gar kein. Ich bin auch fantasielos, was den Klassenerhalt von Darmstadt betrifft. Und ich glaube, dass Gladbach trotzdem, trotz aller Widrigkeiten, die die auch mit sich tragen, da ganz souverän gewinnen wird. Wie Enzo und ich wollten eigentlich Handicap tippen. Der konservative Hardy hat uns dann ein bisschen eingebremst und hat gesagt, die Gladbach gewinnt ganz normal in Darmstadt. Deswegen, Freunde der Sonne, unser Tipp der Woche ist ganz, ganz easy peasy für Cheesy. Ich merke so langsam, hier entwickelt sich so, jede Woche wird einmal gesagt, wie schlecht Darmstadt ist. Geil. Ja, aber es ist ja tatsächlich auch so, weil wir haben die auch spielen sehen und das lag nicht an Darmstadt, dass die Eintracht keine Tore geschossen hat, sondern eher an der Eintracht selber, deswegen. Ja, alles gut. Darmstadt ist für mich auch mittlerweile so der erste Arrivederci-Partner, der die Bundesliga relativ früh verlassen wird. Es sei denn, es wird wie die Saison damals, als Braunschweig noch in der Bundesliga war, wo einfach jeder da unten schlecht war, um 15 Spieltage gefühlt vor Saisonende klar zu machen, wer absteigt. Werden wir beobachten, meine lieben Freunde. Und ich habe ja ganz zu Beginn erwähnt, dass Axel nicht dabei ist. Das stimmt nicht ganz. Wir werden ihn in der nächsten Kategorie dann hören. Weil Axel ist tatsächlich in Italien und wie gesagt, nochmal liebe Grüße an ihn, dass er endlich in seinem wohlverdienten Urlaub ist. Hat sich's aber trotzdem nicht nehmen lassen, aus Bella Italia uns sein Tagesgericht zu schicken. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob er schon seine Entspannung gefunden hat, um das quasi in dem Tagesgericht weiterzuleiten. Ich muss es kurz suchen, weil Axel auch aus dem Urlaub mir sehr viele andere Dinge schreibt. Aber hier habe ich es gefunden. Hallo, liebe Wettfreunde. Hallo Basti, hallo Hadi. Beste Grüße aus dem wunderschönen La Spezia. Mir geht's ganz gut, um ehrlich zu sein. Und ich genieße diese kleine Auszeit ein wenig. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass ich vom Fußball wegkomme. Und deswegen bekommt ihr natürlich ein Tagesgericht. Ich bin am Samstagabend beim FC Genua, der 130 Jahre feiert und zur Feier des Tages den amtierenden Meister zu Gast hat, den SSC Napoli. Es wird hoffentlich stimmungsvoll Abendspiel in einer wunderschönen Stadt, in einem tatsächlich sehr, sehr schönen Stadion. Hier fährt natürlich... Die Jugend auf dem Moped ist auch da, natürlich. Und mein Tipp ist, dass wir tatsächlich zu diesem herausragenden Anlass einen Sieg des Heimteams sehen werden. Das ist wahrscheinlich ein bisschen auch der Wunschvater des Gedanken, aber wir schauen mal. Mein Tipp ist FC Genua gegen SSC Napoli 1. Ich wünsche euch eine gute Sendung und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Beziehungsweise nächste Woche werde ich wahrscheinlich dann auch nochmal ein Tagesgericht einsprechen. Mal gucken. Ansonsten alles Gute, Grüße und ich werde mir jetzt, glaube ich, noch ein Aperol bestellen. Mal schauen. Aber natürlich nur in Maßen, wie ihr das von mir kennt. Und Pizza und Pasta und Sonne. Es ist schon schön. Ja. Geil. Axel, nicht an der Autobahn, sondern auf der Autobahn. Axel hat auf der Autobahn schnell noch das Tagesgericht unter Lebensgefahr für uns eingesprochen. Ich beneide ihn auch tatsächlich dafür, so dieses Urlaub. Und dann hat er sich wirklich so ein krankes Spiel ausgesucht. Genua, schon Neapel. Geil. Schon hart, schon geil. Gönn dir zwei Aperol, Axel. Und mies. Sehr, sehr geil. Viel, viel Spaß. Du hast dir den Urlaub redlich verdient.
Die Quote für Genua ist tatsächlich auch schon mal ein kleiner Hinweis auf unsere nächste Kategorie. 5,5 ungefähr. 5 bis 6 ist die Quote. Checkt wettfreunde.net für weitere Quotenvergleiche von sehr, sehr vielen Anbietern. Aber ich habe schon gesagt, das ist schon eine Quote, die auch in dieser Kategorie auftauchen könnte. Zu Pitschkati Materina. Ich habe Megastrahlen. Wenn du tippst, wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen GTI oder Golf 5. Top-Quote. 5er Quote auf Schalke gegen Hannover, 7er Handicap auf Köln und 3er auf Frankfurt. Pitschkati Materina, mache wie ich sage. Freund von mir wohnt in Frankfurt, Bahnhof Viertel, immer Geld in Tasche. 069, also mach hin Pitschko Jedna. Ja, geil. Harald Burkhardt. Jedes Mal. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das höre. Ohne Scheiß. Richtig geil, richtig geil. Irgendwann laden wir den Herrn auch mal hier in die Sendung ein und lass ihn selber einen Straßenschein machen. Was für eine Ehre. Geil. kommen wir zum Straßenschein, zu meinem wirklich Lieblingsmoment, obwohl ich eigentlich jeden Moment mit euch Jungs genieße. Tatsächlich habe ich diesen Tipp das ein oder andere Mal schon angesprochen. Ich bleibe dabei. Eine schmackhafte Achterquote, dass der Bruder Mario Götze in Bochum trifft und die Eintracht gewinnt. Ups, sorry. Genau. Mich hat er nicht gefragt, aber egal. Jedenfalls, Mario Götze trifft und Eintracht Frankfurt gewinnt. Das ist eine Achterquote. Klatscht da was rein und irgendwann knallt's. Und das wird spätestens dieses Wochenende so sein. Ich wollte gerade sagen, Heidi, bei Mario Götze und Eintracht Frankfurt wirkst du wie ein bisschen wie der Typ im Casino, der denkt, ja gut, jetzt kam die ganze Zeit schwarz, ich bleib jetzt bei Rot. Irgendwann muss Rot kommen. Irgendwann gibt er. Also irgendwann wird Götze treffen und Hardy endlich das ganze Geld wiederbringen, was er verloren hat, als er ständig auf Tor Götze getippt Hauptsache hat. Plus minus null. Am Ende ist es so, weil Götze auch in die Verantwortung kommen muss, was das betrifft, weil wir ja es gab doch es gab jetzt auch den Bericht. Also der Topmüller fordert ja auch auf jeden Fall mehr von ihm, was Torabschluss angeht. Und ich bin da guter Dinge, dass das schon in Bochum losgeht. Ich hoffe es sehr. Bist du auch da? Tatsächlich nicht, leider Gottes, weil wir gerade aktuell auf Tour sind. Wir spielen am Samstag in Stuttgart. Wo? Und ich kann dir gerade die Location nicht sagen, wie peinlich das gerade ist. Enzo, wenn du natürlich... Willkommen bei 93. Wenn du in Stuttgart bist, Enzo, lade ich dich recht herzlich ein, dass du vorbeikommst. Wir sind in Stuttgart. Sage ich dir sofort. Kommt auf jeden Fall zur Tour. Es gibt noch mehr Termine. Abschlussdings ist dann in Frankie Frankson. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ah, wie war es bis jetzt eigentlich? Wir sind in der Schräglage in Stuttgart. Schräglage, okay. Genau. Tatsächlich war das bis jetzt ganz geil. Also es war, in der einen Stadt war mehr los, in der anderen Stadt ein bisschen weniger, aber bis jetzt war es eigentlich wirklich sehr, sehr energievoll und die Shows waren super, die Fans sind gut abgegangen und es ist natürlich auch immer eine sehr, sehr besondere Zeit, mit dem Kreis unterwegs zu sein. Und wir haben auf jeden Fall eine sehr gute, lustige und spannende Zeit und vor allem, es kommen ja noch Städte wie Stuttgart, Hamburg, Köln und natürlich am 7.10. das Tourfinale in Frankfurt. Und holt euch noch Karten und feiert mit uns ein bisschen. Werde ich spätestens in Frankfurt tun, auf jeden Fall. Ich probiere jetzt mal folgenden Move zu machen, deswegen ist mir das vorhin schon ein bisschen reingerutscht, weil Axel hat es bis heute nicht geschafft, das einfach als fertige Datei zu schneiden, sondern er macht immer so einen kleinen Soundboard-Remix. Ich probiere das jetzt auch mal und guck mal, ob es klappt. Wir haben 100 Leute gefragt. Man muss parteiisch sein, ja, ich hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Dann bitte mal. Glaube ich. Scheiße. So. Es hat nicht ganz so gut geklappt, aber es ist zumindest ganz klar, welche Kategorie er jetzt hier gerade dran ist. Und zwar vier Köpfe, keine Meinung. Lieber Harald, was hast du uns denn mitgebracht diese Woche für deinen persönlichen Tipp, wo dir kein Mensch von uns Allmanns reinredet?
Und ja, Enzo, ich zähle dich auch zu einem. Überraschenderweise für meine Verhältnisse eine etwas niedrige Quote, aber ich habe mich dazu entschieden, dass Bayern am Freitag Leverkusen schlägt. Und da habe ich eher weniger auf die Quote geguckt, sondern will einfach, ja, denke mir halt einfach, am Ende sind es die Bayern und viele sind da skeptisch, aber die Bayern werden Freitagabend Leverkusen aus dem Stadion jagen. Ehrlich gesagt finde ich gut, dass du es nochmal hier reinbringst, weil über das Spiel müssen wir auch sprechen. Freitagabend Bayern gegen Leverkusen. Enzo, wird Leverkusen wieder zu Leverkusen oder wird Bayern wieder zu Bayern? Das ist, glaube ich, wirklich die massivste Frage, die über diesem Spiel schwebt. Weil am Ende müsste eigentlich Leverkusen dieses Spiel gewinnen, aber ich glaube, das haben wir schon ziemlich oft gedacht, wenn irgendwelche Highflyer, gerade Leverkusen, nach München gereist sind. Immer wenn du denkst, jetzt kommt Leverkusen, jetzt haben sie die Chance gegen Bayern zu gewinnen, bekommt sie eine 5-1, 8-1 Klatsche oder was der Geier war. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich mit Leverkusen kaputt gemacht habe, weil ich gedacht habe, jetzt geht was in Bayern oder gegen Bayern. So. Also wirklich Unsummen und auch diesmal. Also du hast die Frage auch falsch gestellt. Ne? Wird Bayern wieder zu Bayern oder Leverkusen zu Leverkusen? Wenn Leverkusen zu Leverkusen wird, dann verlieren sie. So, Punkt. Das heißt, Bayern braucht gar nicht zu Bayern werden, sondern es reicht, wenn Leverkusen zu Leverkusen wird. Genau, ist einfach so. Ist einfach. So ist das Gesetz. Ja, das auch nicht vergessen. Jetzt kommen tatsächlich die Nationalspieler auch ein bisschen gehypt von dem Frankfurt-Spiel, von dem Frankreich-Spiel. Müller getroffen und so weiter. Tuchel konnte in Ruhe arbeiten mit dem Rest, der noch da war. Ich glaube tatsächlich, dass das Bayern die auch wirklich überrollen wird. Glaube ich ehrlich. Das Ding ist, ich wäre eigentlich bei euch, aber irgendwie habe ich halt trotzdem noch diese Sequenzen von diesem Leverkusen-Spiel im Kopf, die ich dann teilweise verfolgt habe. Ich habe, glaube ich, so in dieser Saison so viel Leverkusen gesehen wie noch nie. Das hat mich halt trotzdem nachhaltig beeindruckt, dass ich es mir halt nicht vorstellen kann, weil Bayern noch echt viel Sand im Getriebe hat und da jetzt auch schon wieder Stress ist. Dass sie sich treffen mussten, dass Tuchel öffentlich seine Schnauze halten soll und keine Spieler fordern soll. Bla bla bla. Dann gibt es hier wahrscheinlich dann auch ein bisschen Talks über die Nationalmannschaft. Also ich glaube, die Unruhe ist nicht komplett weg, auch bei München nicht. Und wenn Bayer irgendwie es schafft, und ich glaube, dass Xavi Alonso schon jemand ist, der das vielleicht verhindern kann, dass Leverkusen zu Leverkusen wird, dann müssten die da eigentlich Handicap gewinnen. Also ich bin hier tatsächlich eher, ich mache wahrscheinlich wieder den Fehler, ich bin der naivste Typ, genau wie wenn, dass ich immer wieder denke, dass Dortmund irgendwann Meister werden kann, dachte ich ja auch eine Zeit lang. Ich glaube tatsächlich, dass Leverkusen dieses Spiel gewinnt und auch hoch. So. Aber ist es nicht, wie es immer ist, da ist eine Mannschaft, die ist gut drauf, die geht zu den Bayern, alle sagen, ja, die schlagen die Bayern und dann schlägt auch noch tatsächlich diese Mannschaft die Bayern und danach verlieren die 10 Spiele hintereinander. Das kann natürlich also auch passieren. Sollte Leverkusen dieses Spiel verlieren, damit es spannend bleibt und ja, hey, am Ende sind es die Bayern. Und ja. Leverkusen, es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man sagen kann, trotz Leverkusener Beteiligung kann man sich anschauen, glaube ich. Ja. Extra daheimbleiben nicht, aber man guckt sich's an. Also daheimbleiben tue ich jetzt auch nicht, aber da ich am Samstag nach Bochum fahre, werde ich Freitag eben ein bisschen slow machen und mir dieses Spiel mal anschauen. Und da können wir dann nächste Woche in derselben Konstellation, kann ich hier schon mal versprechen, falls ihr euch jetzt eh schon gefreut habt, wie geil das hier läuft, nächste Woche nochmal. Wenn Axel in Italien ist, holen wir uns Italien halt hierher. Da bleiben wir konsequent und dann lasse ich mal den Enzo jetzt auch seinen Tipp hier mitbringen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Genau, und ich bleibe auch in Italien. So, ich bin ja jetzt, wie ich gelernt habe, konservativer Alman. Gürsei rastet gleich aus, Enzo. Und ich habe mir, wir haben tatsächlich am Samstag in Italien das Spiel überhaupt. Wir haben das Derby della Madonnina, Inter Mailand gegen AC Mailand. Ja, beide drei Spiele, drei Siege. Geil, wann ist das? Das ist am Samstag um 18 Uhr schon. Total beschissene Uhrzeit, aber Sonntag 18 Uhr, also direkt nach der Bundesliga. Gut, du bist ja in Bochum, aber wer sich zu Hause anguckt, die Bundesliga direkt danach, bei Datsen wahrscheinlich. Ne? Und ganz ehrlich, also ich bin gehypt, relativ früh in der Saison, relativ nichtssagend, so was davor und dann kam und so weiter. Aber Inter hat definitiv einen besseren Kader, hat sich gut verstärkt und hat eine gemütliche Zweierquote. Ich verdoppel mein Geld, indem ich einfach Sieg Inter Mailand setze. Das wird wahrscheinlich 2-0 ausgehen oder so. Ich habe richtig Bock. Also ich bin richtig heiß auf das Spiel. Mein Vater redet schon seit einer Woche über nichts anderes mehr. Immer wenn ich ihn anrufe und so, ja, hier, aber Samstag kann ich nicht, ne, weil Inter und so weiter. Ne? Und ja, das wird richtig geil. Ja, also ich bin auch gehypt. Ich würde es auch tatsächlich schauen, wenn ich könnte. Aber ich gucke mir Bochum gegen Frankfurt an. Natürlich legt aber ein anderes Spiel seine kompletten Schatten dieses Wochenende über komplett Fußball Europa, würde ich fast schon sagen, wenn nicht sogar über die Grenze von Europa hinaus.
Paderborn gegen Wiesbaden, meine lieben Freunde. Axel musste extra in den Urlaub fahren, weil dieses Spiel stattfindet. Enzo wollte unbedingt ins Wettbrötchen, um über dieses Spiel zu reden. Aber, wie ihr wisst, kriegt ihr Hörer die absoluten Top-Spiele serviert. Deswegen konntet ihr es leider nicht tippen. Ihr dürft jetzt aber trotzdem so ein bisschen nett von mir tippen, was die Leute getippt haben. Was glaubt ihr, Paderborn oder Wiesbaden? Wer ist der Favorit unserer Wettfreunde, Wettbrötchen, Wettigel-Community? Ich glaube, dass die Brüders und Schwestern die höhere Quote angedockt haben und auf Wiesbaden gesetzt haben, obwohl auch ein Unentschieden drin ist. Also ich sag Wiesbaden in Paderborn, aus Versehen. Auswärts, nee, es wird ein X. Die Hörer denken tatsächlich, dass Paderborn dieses Spiel gewinnt. Es gibt auch einen Kommentar, der heißt Haus und Hof auf Paderborn, dumm, wer da nicht mitgeht. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich so deutlich wäre. 46% sagen auf jeden Fall Paderborn, unentschieden 28% und Auswärtssieg Wiesbaden 26%. Loggen wir natürlich für euch ein und beschließen diese kuschelige Familiensendung mit meinem Tipp. Und der lautet, dass Freiburg zu Hause gegen Borussia Dortmund gewinnt. Weil ich nicht sehe, was in Dortmund vorangetrieben hätte werden können, wenn Watzke mit anderen Dingen beschäftigt ist. Die Spieler konnten sie auch nicht mehr verpflichten. Die Stimmung wird, glaube ich, ähnlich bleiben. Ich weiß nicht, warum Dortmund besser werden soll. Bei Freiburg sieht es anders aus. So, Freiburg wird sich immer wieder aufrappeln müssen. Die wissen das auch. Die sind, glaube ich, im Aufrappeln auch besser, weil die quasi das in ihrer Natur haben. Und am Ende sind sie auch immer in der Lage, zumindest ihre Standardsituation abzurufen. Und ich glaube, dass das genau dieses Spiel entscheiden wird. Zwei Mannschaften, die noch nicht ganz genau wissen, wo die Reise diese Saison hingeht. Freiburg auch nicht ideal gestartet, aber ich glaube, dass die ein gutes Instrumentarium für solche Spiele haben, um das zu überbrücken mit Standardsituationen oder dann halt mit einer defensiven Grundordnung und dann halt irgendwie knapp zu gewinnen. Also ich traue das Freiburg durchaus zu und für mich ist halt hier eine Quote, die über 3 ist, der absolute Kicker. Also ich sehe das als 50-50-Spiel und dann, wenn es 50-50-Spiel ist, nehme ich natürlich die Dreierquote mit und ja. Bin gespannt, was das für den Tersich dann bedeuten könnte, falls das eintrifft. Und frag jetzt nochmal in die Runde, habt ihr noch irgendwas, was dieses Wochenende ansteht oder vielleicht in der nächsten Zeit passieren kann, was euch auf dem Herzen liegt? Oder können wir unsere Hörer ins Wochenende entlassen? Ich wollte noch eine Sache loswerden, weil ihr habt ja einige Kategorien nicht mehr und irgendwie neue und so ganz wenig nicht mehr auf dem Laufenden. Aber einen Schein mache ich noch. Einen Schein mache ich als, mach das. Kevin Behrens trifft und Union gewinnt. Mach das als Money Race, die nächsten 5-6 Spiele, das geht. Hätte sich bis jetzt auf jeden Fall ausgezahlt. Ja, nicht, dass man jetzt den Teufel an die Wand gemalt hat und dass der Bruder jetzt... Aber Enzo, dein Wort in Gottes Ohr. Was ich noch zu sagen habe, ist, besucht uns auf Tour, spielt eure Scheine, schickt mir vor allem auch eure Scheine. einige wissen auch, dass ich sehr gerne Tippscheine auch über direkte Messages auch gerne analysiere und kommentiere und viel Gesundheit euch allen und ja, Winner, Winner, Chicken Dinner, würde ich sagen. Eigentlich ein schöner Sendungstitel, aber den hatten wir, glaube ich, sogar schon mal. Deswegen werden wir uns was anderes ausgedacht haben, wie ihr jetzt schon wisst, weil die Sendung ist ja schon draußen. Ich gucke jetzt ganz kurz nochmal auf Axels gesendetem Soundboard und bin fündig geworden. Macht's gut, meine lieben Freunde. Danke. Ciao, 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 ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.